Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's eine zuckersüße Motivtorte und zwar haben wir, was ist das? Ein Rentier. Ein Rentier und zwar nicht irgendein Rentier. Rudolf. Genau, wir haben Rudolf gemacht, denn Rudolf hat eine rote Nase. Perfekt. Und die Motivtorte ist wirklich super einfach zu machen und gefällt vor allem Kindern ganz gut. Und was mir gefällt, auch. Und dem Murat auch. Ja, das ist schon beides das Gleiche. Was gefällt dir am besten, Samira? Alles. Alles. Vor allem finde ich es schön. Ja. Die Nase macht sich selbstständig. Okay, das hat uns jetzt angefallen. Die heben wir jetzt gleich nochmal dran und machen sie warm und dann hebt es gleich. Vor allem gefällt der Samira wahrscheinlich ganz gut, dass sie später das Geweih einfach so wie so ein Schokololli aufessen kann, oder? Ich glaube, wir steckten da einen Zahnstocher rein. Jedenfalls zeigen wir euch jetzt mal zuerst, wie man den Teig herstellt. Und Rudolf ist wirklich ganz einfach zu machen. Für den Teig brauche ich 6 Eier, 300 Gramm Zucker, etwas Vanilleextrakt und eine Prise Salz, 300 Milliliter Buttermilch und 250 Milliliter Öl, 450 Gramm Mehl, 40 Gramm Kakaopulver, ein Päckchen Backpulver und einen Teelöffel Zimt und 200 Gramm Haselnüsse. Für den Teig gebe ich jetzt die Eier gemeinsam mit Zucker, Vanillezucker und Salz in eine Rührschüssel und verrühre sie darin etwa 4 bis 5 Minuten. Jetzt kommen die zwei Flüssigkeiten bei niedriger Stufe mit rein. Und jetzt kommen noch die trockenen Zutaten mit dazu. Jetzt darfst du noch die Haselnüsse mit dazugeben. Und die haben wir bereits fein gemahlen im Magnetic Drive Blender. Und die Zutaten werden jetzt noch kurz eingerührt. Ich will es aber machen. Schön. Und den Teig fülle ich jetzt in zwei vorbereitete Backringe mit 20 cm Durchmesser. Falls ihr nur einen habt, empfehle ich euch, den Teig zu halbieren. Also erstmal die eine Hälfte zu machen und dann die andere Hälfte. Und die Teige werden jetzt im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad über Unterhitze für etwa 40 bis 45 Minuten gebacken. Die Teige sind jetzt abgekühlt und ich habe auch bereits eine Portion Zartbitterganache gemacht und werde jetzt die Tortenböden erstmal hier von der Folie ablösen. Und jetzt werde ich die Tortenböden mit einer Tortensäge jeweils ein- bis zweimal durchschneiden. Aber ich mache zweimal, dann habe ich dünnere Tortenböden. Die Tortenböden bestreiche ich jetzt jeweils mit einer ganz dünnen Schicht Zartbitterganache und setze sie so zusammen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sie an der Stelle auch gerne mit etwas Rum oder Likör tränken oder auch einen Saft nehmen oder zum Beispiel auch ein bisschen Marmelade.
Jetzt habe ich den letzten Deckel noch drauf. Den einen hier lasse ich übrig, den kann man so vernaschen. Und jetzt werde ich die Torte einmal komplett mit der Ganache einstreichen. So kann ich die Torte jetzt erstmal eine halbe Stunde durchkühlen, werde die Ganache dann nochmal mit einem Schneebesen kurz durchrühren und dann geht's gleich weiter. Die Ganache habe ich jetzt nochmal mit der KitchenAid glatt gerührt. Also wie gesagt, entweder nehmt ihr dann ein Handrührgerät oder ein Schneebesen zum Beispiel. Aber mit dem Schneebesen geht es wirklich ein bisschen schwer, weil es ja doch eine ziemlich feste Creme ist. Und jetzt habe ich die Creme in einem Spritzbeutel und habe hier vorne eine Sterntülle mit 10 mm Durchmesser und kann jetzt die komplette Torte mit den Tupfen bespritzen. Und das ist dann sozusagen das Fell von Rudolf. Da fangt ihr unten an. Also zwei noch, das reicht noch. Das war Maßarbeit. Jetzt stelle ich die Torte kurz kühl und mache das Rentiergeweih. Jetzt bereite ich hier die Dekoration für Rudolf vor. Und zwar habe ich 200 Gramm Zartbitterkuvertüre bereits geschmolzen. Also ich habe sie temperiert, erst zwei Drittel der Kuvertüre über dem warmen Wasserbad erwärmt, dann vom Wasserbad heruntergenommen und das restliche Drittel eingerührt. Und so habe ich jetzt die Temperatur von 28, 29 Grad und die Kuvertüre lässt sich so am besten weiterverarbeiten. Die Kuvertüre ist jetzt in einem Spritzbeutel drin. Ihr könnt da zum Beispiel auch einen Gefrierbeutel ganz gut nehmen. Den dann verschließen. So. Und jetzt habe ich hier ein Backpapier. Ich würde jetzt am liebsten eine Backfolie nehmen, aber darauf seht ihr es einfach ein bisschen besser. Und habe jetzt hier zwei Schaschlikspieße. Und die habe ich schon ein bisschen gekürzt. Und die werde ich später in die Torte reinstecken, sodass das Geweih einfach auch gut stehen kann. Jetzt schneide ich hier eine Spitze ab und werde jetzt das Geweih um diese Stäbchen herum machen. Das heißt, unten ein bisschen Platz lassen, das kommt ja dann in die Torte. Jetzt hier erstmal den Stamm. Dann nach oben hin ein bisschen rund. Und dann hier unten nochmal. Und falls jetzt die Form nicht ganz so schön ist, wie ihr sie wolltet, nehmt ihr nochmal einen Schaschlikspieß und könnt so ein bisschen in Form ziehen. Das Geweih ziehe ich jetzt auf einen Tortenretter und stelle es einfach kurz in den Kühlschrank, dann kann das innerhalb von 5 bis 10 Minuten fest werden. Dann drehe ich es um und bespritze einfach noch die andere Seite, damit man das Schaschlikspießchen da nicht sieht. Jetzt habe ich hier noch Modellierschokolade in Rot, Weiß und Schwarz. Rot verwende ich natürlich für Rudolfs rote Nase. Das ist auch ganz einfach. Da müsst ihr nur eine Kugel formen. Ups, da ist sie schon. Und jetzt nehme ich noch Weiß und forme die Augen. Und zwar am besten eine Kugel formen, die dann leicht oval.
und dann so ein bisschen flach drücken. Dann nehme ich ein bisschen schwarz und bei mir darf Rudolf ein bisschen schielen, das sieht dann immer so süß aus. Und da wird jetzt die Kugel draufgesetzt und dann flach gedrückt. Und zum Schluss kommen jetzt nur noch die zwei Lichtpunkte in die Augen. Jetzt können wir die Torte fertigstellen, Samira, okay? Also wir haben hier die Nase. Die darf ich ankleben. Die darfst du ankleben. Warte, dann klebe ich zuerst die Augen an, okay? Und zwar würde ich die Augen hier vorne ankleben. Einfach reindrücken. Und jetzt noch das Geweih. Und zwar, hier ist die Mitte, dann kommt das Geweih einmal hier. Und jetzt deins. Und ganz, ganz vorsichtig, okay? Mal zusammen. Hier. Da. Vorsicht, Vorsicht. So. Okay? Mhm. Gefällt sie dir so? Mhm. Süß. Dann können wir sie ja gleich probieren. Aber ich will das Geweih essen. Möchtest du es essen? Mhm. Okay, das darfst du später essen, okay? So, jetzt kann angeschnitten werden. Samira musste leider jetzt schon zum Ballett. Deswegen darf jetzt der Buddy probieren. Wow, ich freue mich. Ja, ich hoffe. Schon wieder. Du darfst mal wieder probieren, ja. Ich glaube, viele beneiden dich. Ich liebe Schokoladenkuchen. Und das ist nicht nur Schokolade, sondern Haselnussschokolade. Wow. So, ich muss mir mal schärfere Messer besorgen zum Schneiden. Mal gespannt. Wenn ich es rauskriege, jetzt. Ist natürlich jetzt ein mega mäßig großes Stück, also du musst nicht alleine aufessen. Aber du kannst natürlich. Bitteschön. Und? Boah, das sieht schon richtig lecker aus und saftig. Ich probiere mal. Mmh. Und? Mmh. Super lecker. Das schokoladig. Merkt man die Haselnuss? Ja. Sehr gut. Würdest du weiterempfehlen? Mhm. Ja. Mhm. Dein Bruder beneidet mich jetzt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Mein Bruder liebt Schokoladenkuchen. Eigentlich isst er nur Schokoladenkuchen. Und ich glaube, ich muss ihm natürlich auch ein Stückchen vorbeibringen. Falls ihr jetzt auch Lust auf diese Torte bekommen habt, dann schaut doch mal auf meinem Blog vorbei auf sallys-blog.de. Vielleicht habt ihr noch keine Torte für Weihnachten und das wäre so eine Last-Minute-Idee, die man einfach super schnell machen kann und vor allem die super süß aussieht. Und falls ihr sie nachmacht, dann könnt ihr gerne ein Foto auf Facebook oder auf Instagram zum Beispiel teilen und ich schaue mir das Foto ganz gerne an. Und jetzt wünschen wir euch allen ganz schöne Weihnachten und ganz viele ruhige und schöne Tage mit der Familie. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Und ich würde sagen, zur Feier des Tages hauen wir jetzt alle rein und alle dürfen probieren. So, das ist ein Weihnachtsschmaus. Wir haben nämlich auch gerade das Schweizer Fernsehen da zu Besuch. Die dürfen jetzt auch probieren. Mhm.
Oh mein Gott. Oh, die Schokolade. Hast du das geschafft? Ich nehme die Schokolade.